Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stapel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In diesen Tagen beschäftigt Deutschland vor allem ein Thema. Die sogenannte Asyl- und Flüchtlingskrise. Der nicht enden wollende Zustrom von Migranten wird uns seitens der Politik und der tonangebenden Medien als große Herausforderung, oft genug aber auch als große Chance für unser Land angepriesen. Wir haben uns einmal mit den typischen Argumenten der Zuwanderungsbefürworter auseinandergesetzt und sie gründlich unter die Lupe genommen. Erstens, unter den Asylbewerbern finden sich dringend benötigte Fachkräfte. Fakt ist, maximal 10-20% der Migranten haben in ihrem Heimatland überhaupt einen Beruf erlernt. Darunter befinden sich allerdings auch viele Geringqualifizierte, die kein deutscher Fachbetrieb einstellen würde. Und selbst bei nachweislich qualifizierten Personen verhindert die Sprachbarriere einen unmittelbaren Einstieg in den Arbeitsmarkt. Zweitens, Zuwanderer haben oft einen wesentlich höheren Bildungsstand als Deutsche. Solche Angaben beruhen zumeist auf Auskünften, die die Betroffenen selbst gegeben haben. Wirklich überprüft wurden sie bislang in den wenigsten Fällen. Tatsache ist, jeder Dritte hat nur eine Grundschule besucht oder ist Analphabet. Drittens, Migranten zahlen im Durchschnitt 3.300 Euro mehr Steuern, als sie staatliche Unterstützung erhalten. Das ist eine bewusste Fehlinterpretation einer Studie des Arbeitsmarktforschers Holger Bonin für die Bertelsmann Stiftung. Wenn man nämlich die allgemeinen Staatsausgaben wie Infrastruktur, Rechtssystem, Polizeikosten usw. anteilig hinzurechnet, kommt man auf ein jährliches Minus von 1.800 Euro. Bei einer vollständigen Lebenszyklusanalyse ergibt sich pro Migrant ein Defizit von 79.100 Euro. Viertens. Steigende Flüchtlingszahlen bewirken keine steigende Kriminalität, da es laut dem Vizepräsidenten der Gewerkschaft der Polizei keine Zahlen gibt, die das bestätigen würden. Wenn man zitiert, sollte man das vollständig tun, denn eben jener Vizepräsident Jörg Radek fügte selbst hinzu, dass dies nicht so bleiben wird. Die Wahrheit ist, bis 2014 hat sich der Anteil der von Migranten begangenen Straftaten laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes innerhalb von 3 Jahren von 15.932 auf 38.119 mehr als verdoppelt. Fünftens, Deutschland nimmt vergleichsweise wenige Flüchtlinge auf. Was stimmt ist, dass es bis Juni 2015 nur 216.221 waren, während allein im kleinen Libanon 1,2 Millionen Menschen Zuflucht fanden, in der Türkei sogar 1,6 Millionen. Inzwischen ist der Zustrom nach Deutschland jedoch erheblich angestiegen, sodass allein für 2015 von mindestens 1 Million Asylanten ausgegangen wird. Hinzugerechnet werden müssen die bundesweit 600.000 abgelehnten Asylbewerber, die noch nicht abgeschoben wurden. Sechstens. Asylbewerber werden gegenüber deutschen Langzeitarbeitslosen nicht bevorzugt, denn sie erhalten sogar 10% weniger Sach- und Geldleistungen als Hartz-IV-Empfänger. Zunächst einmal ist es ein Skandal, dass Personen, die nie in das deutsche Sozialsystem eingezahlt haben, überhaupt derart hohe Leistungen erhalten. Oft liegen diese um ein Vielfaches höher als die Löhne in den Heimatländern der Migranten. Hinzu kommt, dass Asylbewerber im Gegensatz zu Hartz-IV-Empfängern keinerlei Sanktionen befürchten müssen und die Leistungen auf unbestimmte Zeit erhalten. Siebtens. Zuwanderer stellen in jeder Hinsicht eine kulturelle Bereicherung dar. Mindestens 2/3 der Zuwanderer sind Muslime, darunter eine unbekannte Zahl gewaltbereiter Islamisten. Wer sich den drohenden Konfliktstoff vor Augen führen will, sollte an die Übergriffe von muslimischen auf christliche Asylheimbewohner im thüringischen Suhl denken. 15 Tatverdächtige wurden mittlerweile festgenommen, gegen die unter anderem wegen Sachbeschädigung, Landfriedensbruchs oder sogar wegen versuchten Totschlags ermittelt wird. Nutzen Sie die Gelegenheit, um im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis der allgegenwärtigen Zuwanderungspropaganda entgegenzutreten. Sie haben es in der Hand, auch in Ihrem Umfeld den Widerstand gegen die verfehlte Asylpolitik der Regierung zu entfachen. Wenn Ihnen unser Projekt gefällt, können Sie es gerne mit einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung unterstützen. Oder abonnieren Sie die Deutsche Stimme. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auf bald, Ihre Emma Stapel.